Herzlich willkommen zum dritten Teil von The Secret of Monkey Island. Dann gehen wir mal in die Villa. So, Tür zu. Schauen wir mal das Bild an. I don't recognize the man, but that looks like the dog in the bar. Ich erkenne den Mann nicht, aber der Hund sieht aus wie der aus der Bar. Schauen wir mal, wie das früher ausgesehen hat. Ja. Okay. Was gibt's denn hier noch? No time for reading now. Keine Zeit zum Lesen. This door appears to be locked. Fest verschlossen. Schade, dass man hier so wenig anklicken kann. A priceless Ming. Unbezahlbare Ming-Vase. It doesn't seem to open. Kann man bestimmt noch gebrauchen. This looks like a job for Fester Shinetop. Oh, ein Job für Fester Shinetop. Better leave this here. Die lasse ich lieber hier stehen. Hypnotisiere. Streitsüchtiges Nashorn. Not the red button. Schiebe, drücke rote Taste. Untersuche unglaubliches It's a Lama. Big, ugly, hairy yak wearing some wax lips. Lama mit Wachslippen. Schiebe das Lama. Ziehe das gefährliche Lama. Nimm Klammerenthäfter. Benutze Klammerenthäfter auf gefährlich aussehendes Lama. Geh zu Büchern. Im I'll need this. I must be nuts. Das war es nicht sein. Nimm Wachslippen. Gophers. Maulwürfe. Nimm Maulwurfmittel. Benutze Maulwurfmittel mit Maulwurf. Benutze Maulwurfmittel mit noch ein Maulwurf. Benutze Maulwurfmittel mit Maulwurfhaube. Benutze Maulwurfmittel mit lustigem Männchen. Suche sagenhaftes Idol. It's beautiful. Ist wunderschön. Öffne Schloss. I can't open it. Kriege es nicht auf. Uh-oh. Nimm schwerer Stuhl. Nutze schwerer Stuhl mit Scharf. That should hold him for a while. Sollte ihn für eine Weile aufhalten. Wenn ich eine Feile hätte, dann bekomme ich das Idol. Und das war auch so ein Punkt im Spiel, dem man natürlich als erstes in den Laden gehen würde, wo man das Schwert und die Schaufel gekauft hat. Aber leider hat man da keine Option, ihn nach einer Feile zu fragen. Ziemlich lange in diesem Spiel herumgesucht, wie man eine Pfeile bekommen sollte. Talk to Death Breath? No thanks. Dem Atemtod plaudern? Nein, danke. Oh,
Scrago Mint. How refreshing. Thanks. So, ja. Have you come to release me? Er freut sich über das Pfefferminz. Vielen Dank. Bist du gekommen, um mich zu befreien? Hier sind sie. Who are you? My name is Ores. At least I think it is. I've been in here so long I can hardly remember. You gotta get me out of here before I lose my mind completely. Can't you see? I'm innocent. Sein Name ist Otis. Er kann sich fast nicht mehr an seinen Namen erinnern. Und wir sollen ihn jetzt endlich herausholen. Er ist total unschuldig. Warum sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? But why are you in jail if you're innocent? I was framed. I didn't touch the stupid flowers. Ich wurde reingelegt. Ich habe die blöden Blumen nicht angefasst. Was für Blumen? Wer hat dich reingelegt? Wie ist das Essen da drin? Was für Blumen? What flowers? The yellow Konish in Dormi flowers in the forest. It's against the law to pick them. Oh. Der Typ erzählt einem sogar, dass diese gelben Blumen auch die Hunde-Einschlafblume genannt wird. Mm. Ihr habt nichts gesehen. Na, wie ist das Essen im Knast? So, how's the food in there? Oh, you know, the usual. Slop, grog, gruel, rats, bugs and body lice, if I can catch them. I have a carrot cake my Aunt Tilly made, even though she knows I detest carrot cake. Actually, the cook at the bar is an old friend of mine, and sometimes he sneaks me food, like pork trimmings, mostly feet and lips. But once in a while, he brings this really odd rump roast. Okay, es gibt Ratten, anderes Ungeziefer, und ab und zu bringt ihm der Koch auch etwas von seinen exklusiven Waren. Ja, und er hat hier noch einen Karottenkuchen, erzählt er im Englischen. Aber die Übersetzung heißt Käsekuchen. Aber egal was es für einer ist, er mag ihn nicht. Diesen Braten bekommt er auch manchmal. Ja, diese komische Fleischmasse haben wir schon den Hunden verfüttert. Ist ja ekelhaft. Davon will ich nichts mehr hören. Was ist so seltsam an dem Braten? What was so odd about the rump roast? Well, it's the only rump roast I ever seen with a prehensile tail. Bratenstück mit einem Greifschwanz. Hm? Wer wollte dich reinlegen? Du hast nicht zufällig eine Feile? Nun halt die Ohren steif. Ich muss weiter. So who'd want to frame you? I don't know who exactly. I think it was a conspiracy. And if there's one type of piracy I don't like, it's conspiracy. Okay, er weiß es nicht genau. Irgendeine Verschwörung war das und so eine Art von Piraten oder Menschenmagier überhaupt nicht. Du hast nicht zufällig eine File. Would you happen to have a file? You think I'd be in here if I did? All I have is this carrot cake my Aunt Tilly made me. You can have that if you bring me something to get rid of these rats. I can't stand carrot cake. Okay, wenn wir ihm was gegen Ratten bringen, bekommen wir wenigstens Kuchen. Gegen Ratten gibt es im ganzen Spiel nichts, aber das Maulwurfmittel. It says gophers won't come near you with this stuff on. Alle Nagetiere, aber auch Maulwürfe. Eigentlich will ich sie mir gar nicht geben, weil ich mag ja Ratten, aber naja, müssen wir wohl. Hey, this might work on the rats. Thanks. Here's the cake. Danke, es hilft wahrscheinlich gegen die Ratten. Hier ist der Kuchen. It's locked. Gut, und jetzt habe ich auch sehr lange im Spiel geguckt, wer mir
diesen Kuchen abnimmt oder dafür eine Pfeile gibt, aber es gibt keinen. Das ist auch immer merkwürdig, wenn aus dem Gefängnis einer rauskommt und was nochmal? Und da eigentlich gar keiner drin sein kann. It's heavy. Das ist schwer. Okay. Es ist eigentlich egal, ob man mir öffne oder benutze. Anklicken. Leider sagt er dann nichts, ob er ihn gegessen hat oder weggeschmissen hat. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Pfeile. It's a raspy metal file. Die gute Metallpfeile. Okay. Gleich nochmal rein da. I don't see anything special about it. Okay. I've got the file. Es geht wieder los. Jetzt ist Schneebuch mit Reiswolf. Gib buntes Konfetti und schwer bewaffneten Clown. Ich hasse Clowns. Wirf Wachslippen in Feuer. Benutze Pfeile auf Zehennägel eines Nasenmesser. Benutze Pfeile auf Schloss. Nimm sagenhaftes Idol. That was a close one. At least I got the idol. Das war knapp, aber habe ich das Idol. Uh-oh. Noch nicht mit dir fertig. Could get out of here with the idol of many hands, did you? Look, I can explain. So can I. Kann das erklären? The governor's pet poodles. They're just sleeping. Broke into her house. The door was unlocked. And stole one of her most valuable pieces of art. No, you've got it all wrong. Oh, really? Well, let's hear your explanation. Ja, wer will halt jetzt wissen, warum wir das mit Idol gestohlen haben, etc., etc. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. Ich wollte es nur kurz ausleihen. Das gehört in einem Museum. Die Piraten haben mich angestiftet. Sie hat gesagt, ich könnte es haben. She said I could have it. Ta! What's going on here? Es geht tiefer. I caught this hoodlum making off with your idol, Governor. He says you gave it to him. That's right, I did. What? You heard me, Fester. The real question is, how did he get in here while you were on guard? I... Oh, just go away, Fester. I can handle this. I'll deal with you later. Ich kümmere mich um dich später. Sorry about him. He's new. I'm Governor Marley. Governor Elaine Marley. So, I gave you the idol, eh? Also, ich habe dir das Idol gegeben, wie? Und ich bin die Gouverneurin Elaine Marley. Also nun. Nun. Well. Relax, Mr. Threepwood. I know why you're here. Believe me, you're not the first who's tried. Although I have to admit, not many get as far as you have. Ich weiß, warum du hier bist. Viele haben es schon probiert, aber noch niemand ist so weit gekommen wie du. Jeepers! My lookout told me of your arrival. I've wanted to meet you ever since I heard your fascinating name. Tell me, Guybrush, why do you want to be a pirate? You don't look like one.
Your face is too sweet. Okay, ihr Späher oben im Ausguck hat ihr schon berichtet, dass wir da sind und was, wie unser Name ist. Und dieser Name gefällt ihr und sie findet, dass wir gar kein Pirat werden können, weil wir irgendwie süß aussehen. I see. Well, you're obviously not in the mood for idle chit-chat, are you? I suppose you've got many more exciting things to do. I won't take up any more of your time, Mr. Threepwood. Okay. I really wish I knew how to talk to women. Ja, Guybrush hat's wohl vermasselt. Er kann nicht so gut mit Frauen reden. Ja, Guybrush, das ist nicht so einfach. Where do you think you're going, Thrumwade? Wo willst du hin, Thrumwade? Thrumwade? Ich will, dass sie doch ins Bankschließfach bringen. Es ist nicht zu spät, um Freunde zu werden. Entschuldigen Sie, Mr. Scheintot, ich stehe im Weg. Zisch ab, Fester. Es ist ganz egal, was wir nehmen, es läuft immer aufs selbe hinaus. Entschuldigen Sie. Excuse me, Mr. Scheintop, but you're blocking the doorway. I think you need to cool off. Hand over your sword. Uh-oh. This is the end of the road, my little pantalooned pal. Your troublemaking days on Melee Island are over. My plans for the governor are far too important and much too near completion to risk letting a would-be pirate like you get in the way. So long, Mr. Spicecake or Droopface or whatever your name is. This might actually turn out to be a pretty good day. Wie auch immer dein Name ist, das könnte ein guter Tag werden. So. Und Guybrush hat dir erzählt, er kann 10 Minuten die Luft anhalten. Und das kann er wirklich. Ich habe ja die ganzen 10 Minuten gewartet. Und dann kommt quasi ein kleiner Game-Over-Bildschirm, aber er macht einen Reload und man ist genau oben wieder bei der Unterhaltung. Rusty, but sharp. Rustiges Messer. Rustig, aber scharf. Look sharp. Bügelsäge ist auch noch scharf. Tödliches Hackebein. Sharp and dangerous. Scharf und gefährlich. Very sharp. Und eine sehr scharfe Schere. It's sharp. I better be careful. Und das Schwert ist auch scharf. Sollt ihr aufpassen. Und manchmal, wenn man hier wartet, laufen hier zwei Typen entlang und in der alten Version wurde leider der Text nicht eingeblendet, weil da gab es ja noch keine Sprachausgabe. So, und also hier kommen sie und manchmal unterhalten sie sich darüber, über irgendein Schwert, das sie gestohlen haben oder so und auch hier ins Wasser reingeworfen haben. Das wird wahrscheinlich dieses Schwert hier sein. So, und hier. Also, Tio. Hey, Nick. I just committed a felony. Did it involve that big knife you've got there? Yeah. What should I do with it? Well, get rid of it. I'll throw it in the water. No, don't do that. Why not? I need to ditch it. It might wash up somewhere. What do I care? My prints won't be on it. I'm throwing it in. Und da sind sie. Und wenn man jetzt... I might need it. See ya. See ya. Wenn man vorhin schnell das Idol nehmen würde, dass man hier rauskommt und hier raufklettert, trifft man sie leider trotzdem nicht. Das sind wie diese normalen Bürger, wo einfach durch die Stadt laufen, das einfach lebhafter aussehen soll.
guess I'll be needing a sword. This one will do. Er nimmt das Schwert mit. Well, that wasn't so hard. Now all I have to do is show this stupid idol to the pirate leaders and... You're alive! Governor! Hey, you can talk. Huh, who'd have known? What are you doing here? Come to finish the job? No, I came down here to save your life. Fester wasn't acting on my orders when he threw you in there. You came down here to rescue me? I didn't even think you liked me. Well, our first meeting was a little awkward. You seemed to have trouble forming complete sentences. But then again, so do most of my citizens. But I'm not one of your citizens. I'm just a drifter. A nobody. A would-be pirate. Who would have known, or even cared, if you'd let me drown? I would have, Guybrush. Oh, Governor. Oh, Threepwood. Oh, Elaine. Oh, Guybrush. Love Muffin. Sugar Boots. Honey Pumpkin. Plunder Bunny. Kiss me. No, we mustn't. What? Not here, where everyone can see us. Why? Are you ashamed of me? No, no, it's not that at all. It's just that many of these pirates have made advances towards me. And to avoid hurting their feelings, I've always told them that my father made me promise never to fall in love with a pirate. If they see us together, they'll know I was lying. Okay, then. Let's go to your place. Okay. But finish your trials first. I don't want you to be preoccupied. But... I feel this sudden urge to complete the trials. Quickly. Nun, wir haben jetzt so viel und so schnell gelabert, aber ihr habt es ja in der Musik gehört und so. Die Gouverneurin steht wohl auf Piraten oder möchte gern Piraten, wie wir einer sind, und wir sollen jetzt ganz schnell die Prüfungen erledigen, dann dürfen wir sie privat besuchen. Ich glaube, jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde oder so. Und dann stoppen wir mal diese Aufnahme. Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns im nächsten Teil von The Secret of Monkey Island. Ciao, ciao!